Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dark Souls 2. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, wir brauchen 20 Stärke und 14 Geschick für die Hellebarde nachher. So, wir können es halt direkt hier raus, werden dann von dem netten Kollegen da noch attackiert, aber auch von den Leuten, die hier rauskommen. Na? Haben wir den schon angelockt? Ich denke doch mal. Der ist immer sehr, sehr agil, der nette Kumpel von nebenan hier. So, hi. Ich hätte mein neues Schild mal ausrüsten können. Aber ich glaube, der war noch nicht ganz in der Pariermodus drin. Das hätte man sonst halt gehört. So, der wäre schon mal ausgeschaltet. Dann werde ich doch mal das Schild noch ausrüsten. Unser neues macht uns halt dann ein bisschen schwerer. Aber sollte auf jeden Fall deutlich bessere Werte haben. Können wir auch mal hier relativ effektiv blocken. Ja, Lock-on lasse ich mal gerade drin. Aua, zu früh untergelassen, Schild. Der Kampf läuft schon mal nicht so gut, muss ich ja sagen. Du rührst dich da oben noch nicht, das ist mir ganz recht. Dann lassen wir ihn nämlich auch mal. Ist ein relativ nerviger Gegner. Hier unten wird es jetzt allerdings auch unschön. Da haben wir noch einen netten Kollegen, den wir später mal noch ansprechen werden. Kann ich hier rüber gehen? Dann würde ich das nämlich später erforschen. Ohne dass diese Falle auslöst. Scheint so. Ja. Noch kommt uns keiner nach. Ach stimmt, denn hier, genau, hier war sonst auch mal noch ein Schildkrötenkrieger. Jetzt haben wir halt hier noch ein paar. Gehen wir erstmal darüber. Dann bist du dran. Sonst noch irgendwas? Ach ja, genau, die da hinten sind ein bisschen am Rumbasteln. Wie gesagt, die Hüllen, die hier rumlaufen, auch die Soldaten, sind halt alles ehemalige Soldaten von Dranglake. Und hier sehen wir so einen gefallenen Riesen, der halt zu einem Baum geworden ist. Und die Soldaten verspüren halt noch den alten Hass und versuchen den Baum halt ja, zu attackieren, zu fällen. Und ich versuche die Soldaten mal gerade hier zu fällen. Einmal. Das hat ordentlich Ausdauer abgezogen. Aber wir sind ja auch ganz gut zu backsteppen, wenn ich es denn mal hinkriege. Ach genau, da war noch was hinten dran. Große Seele eines verlorenen Untoten. Ja, die werde ich auch mal noch dann bei Gelegenheit benutzen. Leider passiert nichts. Ja. So sehen die Riesen aus. So, hier wäre soweit alles erledigt. Dann können wir nämlich hier einmal hochklettern. Und uns dann um die Gegner da oben kümmern. Hier ist halt schon ein bisschen auf uns aufmerksam geworden. Leichte Armbrust. Ach gut, dann können wir die vielleicht auch direkt mal ausrüsten. Und die entsprechenden Bolzen dazu. Ah ne, das muss ich ja unten bei den Armbrustdingern machen. Gut, und dann gucke ich mal, ob ich mit der Armbrust noch zurechtkomme. Moment. Wie war denn das? Das war blocken. Das war einfach so ballern, schätze ich. Jawohl. Das war, glaube ich, Dings wechseln. Oder kann ich mit... kann ich mit der nicht zielen? Einmal.
Zweimal. So, können wir es hier halt mal einfach machen. Ich dachte, hier hat auch noch irgendeine Zoom-Funktion. Da gibt es wieder eine Möglichkeit zu hüpfen. Mal gucken, ob ich es hinkriege. Ja, sieht gut aus. Man dankt. Eine Fackel und die Seele eines namenlosen Soldaten. Und da unten macht gerade wieder jemand ein wenig Terz. Ich glaube, der ist aber schlau genug, dass er sich nicht bespringen lässt von uns. Was ich sehr schade finde. Ja, der bleibt halt da unten so stehen. Tja, dann müssen wir den halt so platt hauen. Ah, ne, doch, jetzt kommt er mal raus. Okay. Na dann. Ja. Klappt leider doch nicht mit dem Bespringen. Ah, jetzt sind wir geblockt worden, oder? Zum Glück hat er jetzt die Attacke nicht fertig ausgeführt. Also wie gesagt, die ganzen Mechaniken, die wir machen, können die Gegner halt auch machen. Mit den entsprechenden fatalen Folgen. Haben wir was Schönes drin? Kettenbrecher, Infanteriehelm. Kettenbrecher war ja, glaube ich, ein... Breitschwert, Armbrust, bla. Genau, eine Geschicklichkeitswaffe. Zu kurz geratenes Stoßschwert mit einer eher zum Stoßen geeigneten, scharfen, robusten Klinge. Mhm. Schilddurchdringung mit einem schweren Angriff. Ist, glaube ich, auch gar nicht so verkehrt. So, da hätten wir hier, glaube ich, alles mitgenommen, was sich so lohnt. Wenn der schon so apathisch da rumsitzt. Weg. Und Konterangriff. So, hat sich tatsächlich gerade gelohnt. Heile ich mich nochmal? Ich heile mich nochmal. Wir haben noch ein paar Estus. Dann möchte ich nämlich gerade noch einmal hier rüber laufen. War hier oben? Ne, hier oben waren, glaube ich, keine Gegner. Lebensstein, Heimatknochen. Da unten sind Gegner. Die möchte ich dann doch mal... Oder ist, glaube ich, irgendwas gestorben gerade? Das ist schön. Anlocken. Na, komm. Einmal in Reichweite, danke. Ah, muss auch nicht allzu viel jetzt drauf verschwenden. Hier mit eurer Lanzensache hier. Da kommen wir jetzt auch erstmal nicht weiter. Ist noch verschlossen. Ah, da kommt der zweite. Hallo. Hallo. Hier, hier. Ich glaube, du hast dich ein bisschen verlaufen, Kollege. Kann das sein? Tja. Oder er war ein wenig panisch geworden. Man weiß es ja auch nicht. Hat gesehen, wie sein Kollege gestorben ist und dann wollte er nur noch weg. Hm. Schade. Für ihn. So, dann darfst du noch dran. Ladida. Na komm. Nicht so viel blocken. Mehr sterben. Also nicht ich, sondern er hier. So, hier haben wir noch eine Leiche. Ach ja, unten Turtle-Krieger. Den hätte ich ganz vergessen. Aber ich glaube, der ist auch ein bisschen verwirrt, oder? Das war ein Vierer, genau. Ja, bei so Aktionen lohnt sich es halt tatsächlich meistens wegzurollen, statt zu blocken.
Weil das doch gerne mal einem die komplette Ausdauer weghauen kann. So, diesmal haben wir es dank Schild überstanden, ohne mal Schaden zu kriegen. Was war denn hier? Gelbskraut. Wenn mich nicht alles täuscht, war hier irgendwo noch die Kiste mit der Hellebarde, oder? Habe ich das falsch in Erinnerung? So, da oben haben wir auch noch was Schönes. Ich sollte vielleicht auch mal aufpassen, dass ich da nicht runterfalle. So, dann haben wir hier... da sind ja drei auf einmal. Vier! Okay, es könnte sein, dass ich sterbe. Ich hänge nämlich gerade fest. Schade. Ärgerlich. Blöder Tod. Tja, dann müssen wir das Ganze jetzt nochmal machen. Dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich hier mal angekommen bin. So, und schauen wir mal, ob ich diesmal den Angriff überlebe. Fordern ist gut, danke. Hellebarde, ach ja, genau, da war die Hellebarde, gut. So, wildes Raufrumhauen bringt dann doch manchmal was. Noch ein Wurfmesser, das ist nett. Was hast du noch? Fußsoldatenschwert. Ich glaube, das war jetzt nicht so der Brüller. Aber gut, haben wir das Zeug soweit hier mal gekriegt. Und dann geht's hier nochmal weiter. Schon da hinten hatten wir noch eine Kristallechse, fällt mir gerade auf. Also oben, hier auch. Zwar da hinten. Haben sie die weggemacht? Oder ist die jetzt schon weggelaufen? Ich glaube ja eher weniger. Hier war noch ein Schild, oder? Genau, ein großer Lederschild, ein Lebensstein. So. Meine Güte. Der kann auch mal drauf gehen, finde ich. So, und dann nehmen wir uns hier das Zeug nochmal mit. Danke. Könnten jetzt theoretisch schon zum Boss runter hier. Das spare ich mir aber noch auf. Ich möchte hier erst noch fertig erkunden. Haben noch ein bisschen was zu tun. Der Herr. Wenn der mal treffen würde. Ich glaube, ich gehe mich auch gleich nochmal heilen dann. Beziehungsweise am Leuchtfeuer. Einmal in Ruhe ausruhen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Andererseits überlegt, können wir eigentlich schon mal die Hellebarde... Wir haben ja noch ein paar Seelen gefunden. Ich werde mal kurz nach Majula. Und... mal schauen, wie viel wir aufsteigen können. Dann würde ich die Hellebarde nämlich, glaube ich, direkt schon mal ausrüsten. Ich glaube, notfalls können wir es auch einfach mal zweihändig benutzen. Erstmal ins Inventar. Ja, doch, das sieht ja einigermaßen aus. So. Erstmal alle Seelen hier aufbrauchen. Ich glaube, das werde ich halt auch machen, dass ich, wenn ich die Seelen da habe, dann haue ich die auch alle mal raus. Und vom Rest, was überbleibt, dann holen wir uns ein paar Upgrade-Items oder was weiß ich was. Ich denke, das sollte ganz gut machbar sein. So, wo haben wir denn die Hellebarde? Da haben wir die Hellebarde. Ja, sieht gut aus, hat auch relativ gute Stabilität. Ich gucke nochmal gerade wegen den Werten nach. 2014, genau. Skaliert im Moment noch besser mit Geschick, aber das wird sich ändern, wenn wir die aufgerüstet haben. Ja, ja. Das kennen wir auch, das wird sie noch öfter sagen. Ich glaube, ich befürchte aber, es reicht nicht. Nee. Das können wir auf 20 machen. Ah, toll, ein Punkt fehlt. Na gut.
dann machen wir das später. So, wieder zurück. Und wir erkunden dann mal noch fertig. So, komm. Ah, ich bin jetzt nicht. Nee, ich bin doch noch nicht. Oder wer kann wieder zurück? Stimmt, wer kann natürlich wieder zurück. Hm. Mich wahrscheinlich nur vorhin mal irgendwie wieder festgehangen. Hey! Weg! Ebenso wie meine Ausdauer gerade. So. Hm. Ah, dich wollte ich eigentlich ungern anlocken hier. Ihr könnt doch auch mal hier warten, bis ihr an der Reihe seid, oder? Fände ich etwas sinnvoller, meine Freunde. Der Backstep hat sich ja richtig gelohnt. Ah, zumindest können wir noch ein Bastardschwert. Das ist auch gar keine so schlechte Waffe, glaube ich. So, dann du noch. Stimmt, Dreier-Kombo. Ja, mach du mal hier deine Spielereien. So, ich überlege, was machen wir denn zuerst? Wir machen zuerst die Sache mit Paige. Hallo Paige. Wie geht's dir? Hello there. Traveling all alone in these treacherous times. Well, I hope you have a very good reason. Oh, hogwash. Who am I to judge? My name is Pate. I journey hither and thither on a sort of treasure hunt, you might call it. Be careful out there. There's talk of unsavory bandits who prey upon travelers like yourself. Oh yes, you be cautious if you go any farther. There's treasure in there for certain, but the entrance locks from behind. I saw the same design earlier, and it's the same contraption, I'm sure. I was with this warrior, you see, and he insisted that he go inside first. The rather brusque fellow tried to swipe the loot for himself, but it trapped him inside. I still have the gent's ring. I do hope he wasn't harmed. I'll leave this one to you. I'm worried about what might be inside. I'll leave this one to you. I'm worried about what might be inside. Ja, was das wohl wird. Scheint ja ein netter Kollege zu sein, aber zufällig ist dem Ritter da wohl was passiert. Ach, da hinten habe ich noch Loot vergessen, sehe ich gerade. Über Loot tut selten gut, weiß man ja. Gut, dass ich nochmal geschaut habe. Danke für die grüne Blüte. Reduziert Giftschaden oder reduziert halt die Giftwirkung. Naja, was kann da jetzt wohl passieren? Ich überlege gerade. Wir könnten die natürlich auch austricksen. Ja, da ist schon ein Kollege wieder zurückgekommen. Und es uns vielleicht ein bisschen einfacher machen. Indem wir hier rüber laufen. Den Kollegen mal platt hauen. Okay, bevor er uns platt haut. Ausdauer bitte, danke. Weg. Heilen. Können nämlich hier rüber und dann können wir die ganze Sache nämlich von hinten angehen. So.
Hep. Und uns so ein bisschen was an Stress ersparen. Ich glaube, hier war nichts zu looten mehr. Nee. Dann können wir nämlich die Falle, die uns... Ich weiß nicht, ob er sie selber gestellt hat oder einfach nur ausgenutzt hat. Tolle Aussicht, ja. Eine wunderschöne Wand. Waren hier oben nicht noch Gegner? Irgendwie kommt mir das so leer vor. Bin ein wenig verwirrt. Ich dachte, hier würden noch Gegner... Ach, die, ich glaube, die sind alle noch weiter... nach da unten, verschoben. So, hier gibt es dann mal eine versteckte Wand. Da kann mich halt auf jeden Fall noch dran erinnern. Zauberstab, gelbes Graupt. Bringt jetzt uns nicht allzu viel, aber für Magier ganz praktisch. So, können wir denn vielleicht... ein von euch mal backstab. Wäre das möglich? Nee. Und schon bricht die Hölle hier los. Also, mehr oder weniger. Nicht mehr als sonst schon. Lock. Danke. Eins, zwei. Und damit wäre die Falle erledigt. So, Wurfmesser nehmen wir gerne mit. Feuerbombe nehmen wir auch noch gerne mit. Was haben wir hier noch Schönes? Aromaschlick. Ich glaube, das macht Magieschaden auf die Waffe. Genau. Das macht halt Blitzschaden. Das werden wir, ich glaube, bei... Ja, es gibt ein paar Gegner, die auf... Oder ich glaube sogar relativ viele Gegner, die auf Blitz allergisch sind. Sonst noch? Ich glaube, da hinten in der Ecke waren nachher noch ein paar Gegner. So, und jetzt, huch, so ein Zufall, das Tor fällt zu. Ja, da haben wir wirklich, da haben sie jetzt alle da ein wenig hin- oder umplatziert. Vorher waren die etwas verteilter. Ich habe mir zwar jetzt schon ein Playthrough zu Dings angeschaut gehabt, zu Scholar of the First Sin, aber habe da halt auch nicht mehr alles so ganz genau im Kopf. Von daher bin ich manchmal über die Gegnerposition ein wenig verwundert oder wenig überrascht. So, ich glaube, dann hätten wir wirklich hier soweit erstmal alles... Ah ne, da unten den Raum noch nicht. Hm. Da graut es mir auch noch ein wenig davor. Mal gucken, ob wir es hinkriegen. Hm, jetzt bin ich aber erstmal gespannt, was hast du denn dazu zu sagen, dass wir das geschafft haben, ne? Well, I see you managed to escape. I hope that brave warrior didn't come a cropper either. Be careful out there. There's talk of unsavory bandits who prey upon travelers like yourself. Oh, but you should take this. It allows undead to call out for help to one another across the fissures between worlds. With luck, somebody will lend you a hand. Well, I see you. I hope that brave warrior didn't come across. Be careful. So, jetzt haben wir halt einmal den weißen Speckstein bekommen. Da ist er. Damit können wir halt als Phantom in eine andere Welt gerufen werden und dann können wir halt ja, beim Bosskämpfen helfen oder halt einfach durch die nebenbei da durch die Gegend ein bisschen durchhüpfen. Und dann kriegen wir halt ein Zeichen der Treue und das Zeichen der Treue brauchen wir später, um beim Dings mitzuhelfen. Um den einen Dings zu machen. Na, den die... Ach, meine Güte, Wortfindungsschwierigkeiten hier schon wieder. Ein Covenant beizutreten. Also ein Bündnis. So, dann Falle. Ja, der war zur falschen Zeit am falschen Ort, der Kollege. Jetzt kommt aber halt noch ein bisschen mehr.
Okay, wenn man sie stunnen kann, geht's sogar einigermaßen gut. Komm. Roll ich mal kurz weg. So, gut. Lief besser, als ich befürchtet habe. Und dann können wir hier mal gucken. Großer Seelenpfeil, Zauberspruch, blauer Holzschild, Seele eines verlorenen Untoten. Ich glaube, der Holzschild ist aber nicht besser als das, was wir haben. Die Ballisten lassen wir dann erstmal. Und begeben uns hier nach unten. So, da haben wir hier einmal einen Barusverkehrer, den kann ich auch mal gerade zeigen. Wir müssen ja eigentlich einen haben, wenn mich nicht alles täuscht. Ja genau, den haben wir in der Villa gefunden, in Majula. Ach, war jetzt Verkünder, nicht Verkehrer. Okay. Können wir da reinpacken? Und dann öffnet sich jetzt hier hinten noch eine Wand. Und da haben wir dann, also da gibt es, wie gesagt, die gibt es hier überall verteilt in der ganzen Welt. Ja, Titanit-Scholle ist schon mal nicht schlecht. Ist, glaube ich, zweithöchste oder dritthöchste Upgrade-Material. Und Chlorothyrin, der verbessert unsere Ausdauerregeneration. Haben wir eh Platz. Nehmen wir direkt mal mit. Hier war, ich glaube, die war mit Gift oder mit Pfeilen gesichert, die Truhe. Ja, Gift. Sieht man dann, wie gesagt, so kurz bevor man es aufmacht, wenn weißer Qualm rauskommt, sind es Pfeile und bei grünem Qualm ist es halt Gift. Aber wir haben eine Titanitscherbe dafür gekriegt. So, wie gesagt, sehr, sehr praktisch da unten. Und hier ist noch so ein ja, kleines, in Anführungsstrichen, Easter Egg. Dann gucken, Tür. Es öffnet sich nicht von dieser Seite. Dann klopfen wir doch mal freundlich an. Moment, reicht das so? Müsste eigentlich. Na? Ja. Und nur Getrappel. So. Hallo, die gucken mal nach, wer geklopft hat. Finde ich auch ganz nett. Und dann sterben sie. Wie das nun mal so ist. Man sollte nie an die Tür gehen, wenn es klingelt. Man könnte dabei sterben. Ach schon, das waren drei. Okay. Jetzt sollte ich aufpassen. Nehmen unseren letzten Estus. Das wäre dann das. Ja, komm, du brauchst dich hier auch nicht so aufzuführen. Da war die Ausdauer leer. Aber zum Glück können wir ihn halt weit genug zurückstoßen. Und ich glaube, die haben auch noch was relativ Nettes hier drin bewacht gehabt. Nachschauen. Spannung. Genau, noch eine Titanitscherbe und einen Lebensring. Auch den können wir mal noch anlegen. Erhöht unser Leben dann leicht. Wie ist es eigentlich mittlerweile mit unserer Rollgeschwindigkeit? Ich glaube, bis 70% ist das alles noch in Ordnung hier mit dem Rollen. Ab dann haben wir dann die sogenannte Fat Roll. Gut, das wäre dann das. Dann können wir uns eigentlich mal noch an den Boss machen, oder? Hier dürften wir soweit, oder? Ich überlege mal noch kurz. Ja, ich glaube, wir haben hier soweit alles erforscht, alles abgegrast. Dann ja, kann ich eigentlich auch wieder hier zurück. Da hinten den Weg brauchen wir uns gar nicht mehr. Brauchen wir uns gar nicht mehr drum zu kümmern. Ich hoffe mal, es klappt einigermaßen. Dann werde ich mich nämlich jetzt erstmal. Moment mal. Wie viel
brauchen wir denn zum Aufstieg? Ja, schade, reicht nicht ganz. Aber ich glaube, wir haben noch eine Seele oder irgendwas gefunden. Jawohl. Ist halt die Frage... Ja, es reicht genau, dass wir noch ein Level machen können. Okay, ab nach Majula. Geht ja zum Glück hier schnell. Dann steigen wir halt das Level noch auf. Wir können halt auch nur bei der guten Dame hier aufsteigen. Ja, ja. So, und zwar Geschick auf 14. Man dankt. Jetzt können wir nämlich unsere Hellebarde führen. Und die möchte ich dann auch direkt mal ausrüsten. Macht uns halt jetzt auch nochmal ordentlich schwerer. Sollte aber wie gesagt noch alles hier im Rahmen sein. Ja, das passt. Gut. Hier brauchen wir gerade nichts mehr. Dann... Ja, reisen wir nochmal zurück. Und versuchen es am Bosskampf. Mit Hilfe von Pate. Ich weiß gar nicht, ich glaube, sie haben ihn soweit. Ich glaube, am Anfang war er ziemlich nutzlos und man musste halt ziemlich aufpassen, dass er nicht drauf geht. Ich glaube, mittlerweile geht es einigermaßen. Wir werden uns jetzt aber erst nochmal menschlich machen, dass wir ihn überhaupt rufen können. Dann füllen wir unser Leben nochmal komplett auf. Hier könnten wir halt noch ein NPC, oder wer ist denn das? Ist das ein NPC? Santo? Weiß ich gar nicht. Könnten wir halt noch rufen. Und jetzt, ja, gehen wir zum Boss. Ist nicht weit von hier. Du kommst ja hier rüber gelaufen, oder? Ich glaube zwar, wir könnten halt an ihm vorbeilaufen, weil der relativ langsam ist, aber sicher ist sicher. Das ist halt auch ganz schön hier mit der Hellebarde. Wir können halt aus dem Block raus angreifen. Ja, und der Lebensstein wird sich auch noch bezahlt machen. Eins, zwei. Aua. Und drei. Bei der macht es halt auch aus, wie man trifft. Also ob man mit dem Schaft trifft. Ach, ich könnte ja... nee, ich glaube, das mit den Äxten versuche ich dann später. Oder mit der Äxte hier versuche ich später. Nee, Quatsch, die ist hier unten gar nicht. Die ist ja oben. Muss ich daran denken, dass ich die vielleicht mir noch später hole. Jetzt aber erstmal nach unten. Der andere Fahrstuhl kommt hoch. Hat dann auch eine nette Überraschung. Weil da hat man jetzt wahrscheinlich nicht sehen können. Da ist halt noch so ein Eilenklattkrieger drauf. So, dann haben wir da noch, sehen wir das Schwert rausgucken. Einen netten Gesellen, der spielen möchte. Ah, du Arsch. Zum Glück macht das, also macht er halt nichts. Ja, und da sehen wir auch nochmal der Unterschied, was den Schaden so ausmacht. So, du bist Pate, genau. Den möchte ich gerne. Du bist Mietklinge Luet. Aha. So, wir kriegen jetzt halt ein bisschen weniger XP, aber wir müssen halt für die Questlines der verschiedenen Leute, die halt zu den Bosskämpfen beschwören und halt auch dafür sorgen, dass sie überleben. Hoffen wir mal das Beste.
So, der letzte Riese, wie man sieht, er hat sich sehr gefreut, uns zu sehen. Ist auch sehr auf Pate fixiert, sehe ich gerade. Aber noch hält er relativ gut durch. Na, jetzt hat er mal was abgekriegt. Ah, und wir auch. Na komm. Lenken wir mal hier so ein bisschen ab. Und heilen. Ist bei Bosskämpfen eigentlich immer relativ sinnvoll, die Chance zum Heilen zu nutzen. Und ja, lieber einmal zu viel heilen, als dann zu viel angreifen. Aua. Dieser ist halt relativ locker, aber ist halt auch der erste Boss. Jetzt hat er sich halt den Arm abgerissen. Konnte man leider nicht sehen. Ich dachte, das macht er erst beim Drittel. Au. Und haut damit halt auch ordentlich zu. Dann möchte ich doch mal kurz weg. Nochmal heilen. Ihr zwei könnt ja mal noch ein bisschen spielen, wenn ihr möchtet. Das sieht gar nicht gut aus. Lässt du den armen Pet mal ein bisschen in Ruhe? Na komm. Oh Gott, ich werde zu gierig. Ich werde viel zu gierig. Scheiße. Dann machen wir das Ganze halt nochmal. Habe ich noch einen Heimatknochen? Stimmt, aber halt nicht ausgerüstet. Schade, war knapp. Hätte funktionieren können. Dann... Mach du mal gerade. Ich müsste mal kurz ins Inventar. Da ist er. Ja, bitte zurückkehren. Hat er den jetzt ausgerüstet oder nicht? Ich glaube ja eher nicht. Na komm, dann locken wir dich nochmal her. Wie gesagt, sollte jetzt kein Problem sein, den zu erledigen. Aber... Jetzt sollte es gehen. So, ja, wie gesagt, das ist halt das Problem, wenn die NPCs dann sterben. Der hat dann letztendlich doch ein bisschen viel auf dem armen Pate rum... Oh, hallo Eva. Rumgetrampelt. Aber passt, wir setzen das Ganze nochmal zurück. Und versuchen es nochmal... Ich glaube, diesmal renne ich auch einfach mal durch. Passt schon, denke ich. Ab nach unten. Dann hauen wir den Typ da unten nochmal weg. Und dann versuchen wir es nochmal. Sollte auch, wie gesagt, da ein bisschen drauf achten, dass ich dann den richtigen Abstand habe, dass halt die Hellebarde auch so ein bisschen eher trifft. So, hier war Page, jawohl. Na komm. Zweihand. Und auf ein neues. Wie gesagt, das war jetzt halt normalerweise hätte ich halt den Weg dann auch rausschneiden können, aber der ist halt hier echt kurz zum Boss, zum Glück. Hallo, lange nicht gesehen. Schade. Ja, der ist auch wirklich sehr, sehr paid fixiert hier. Muss man ja schon sagen. Hopp, rollen wir mal rüber. Ja, und leider kriegt es der Herr Paid auch nicht gebacken, irgendwie mal sein Schild zu benutzen. Aber was immer er da macht, kann er eigentlich ganz gerne weitermachen. So, Ausdauer bitte. Aua, das war jetzt etwas ungünstig. Dann heile ich mich lieber mal. Aber solange der jetzt nicht wieder hier so eine Aktion schaltet, von wegen Stampfen bis zum geht nicht mehr, sollte das eigentlich ja ganz gut funktionieren.
Ausdauer. Wo ist die Ausdauer? Aua, da nicht. Da ist ein wenig Schmerz. Hui, roll. Und das war's, mein lieber Riese. Gut, zweiten Anlauf hat es zumindest geklappt. Haben wir jetzt einen Heimkehrknochen verloren. Dankeschön, Seele des letzten Riesen, noch eine Errungenschaft freigeschaltet. Aber besser ein Heimatknochen verloren als eine Menschlichkeit. Also wir hätten halt auch sterben können und dann das Ganze nochmal machen müssen, aber Menschlichkeit ist halt immer noch so eine Ressource, die relativ selten ist in dem Spiel. So, dann können wir nämlich jetzt... Ah ne, wir können hier noch nicht rein. Wir können da oben dann nachher weiter. So, das wäre aber erstmal der letzte Riese gewesen. Gab, ich glaube 7500. Und ich glaube, das möchte ich dann jetzt in meinen Upgrades stecken. Dann fahren wir erstmal wieder hoch. Ist der Kollege hier eigentlich irgendwo da geblieben? Nö. Hier haben wir ja noch unseren Freund. Aua. Zack. Man sieht sich. So, dann können wir nämlich hier nochmal nach oben klettern. Eine Runde Upgrades machen. Das soll es dann auch mal wieder für die Folge hier gewesen sein. So, und Malencia müsste jetzt ja eigentlich auch mitkommen. Ach ja, schon, wir haben ja noch ein bisschen was zu tun hier. Wie machen wir das denn? Soll? Ja, komm, dann packe ich das noch in die Folge rein. Wie gesagt, Folgenlänge variiert. Ich im Moment wirklich so zwischen 30 und 50 Minuten. Aber wir haben ja Zeit. Und ihr hoffentlich auch, zumindest wenn ihr es euch so weit angeschaut habt. So, genau, Magiebolzen. Ich glaube, die einzige Waffe, die man leider nicht als Bolzen, oder die einzige Bolzenart, die es halt nur als Pfeil und nicht als Bolzen gibt, ist halt Gift. Was aber auch relativ praktisch ist, muss ich ja zugeben. Also das Gift. So, mein Freund, was kannst du denn hier bei unserer Hellebarde machen? You stand back. This is dangerous work. The name's Lenigrast. Just a simple blacksmith. And you are? Oh, another useless traveler. A man ought to labor with his feet planted firmly in the earth. Not roam around like you flirtatious vagabonds. Oh, what does it matter? Go on, show me what you've got. Your equipment. Let me have a look. But do it quick. Drat. You're worse than my reckless daughter. Don't spend your whole life in transit, you hear? You'll need souls to repair and improve equipment. I know only of smithing, but souls have many other uses as well. Don't waste your souls on useless trinkets. Think before you spend. Equipment can be strengthened with rare ore stone, but such ore stone won't come easily. My girl knows her stones, but she's always out prancing about. Now, there's a time for travels, but you can't wander the world forever. Even you must have someone waiting back home. Drat, you're worse than my reckless daughter. Don't spend your whole life. You'll need souls to repair and improve equipment. I know only of smithing. Don't waste your soul. So, ja, mit uns, auf uns zu Hause warten, ich glaube eher nicht, weil ich glaube, das war im Intro, das war unsere Familie, die gestorben ist. Und deswegen sind wir halt los, um den Fluch der Untoten zu brechen. Wie ja schon einige vor uns. Und dann irgendwann setzt das Vergessen ein.
So, wir können unsere Sachen erstmal verbessern und auch reparieren lassen. Oh, wir haben sogar relativ viel Titanitscherben. Oh, das reicht sogar, das ist gut. Ich glaube, da können wir hier ordentlich mal was reinhauen. So, einmal. Zweimal. Dreimal. Dann eine große. Und jetzt brauchen wir weitere große Titanitscherben. Die wir leider noch nicht haben. Armbrust weiß ich nicht, weil ich glaube, mit der werde ich nicht allzu lange mit rumlaufen. Und du hast, glaube ich, nur... Also wir könnten halt unsere Sachen hier auch noch verstärken. Mit der Rüstung warte ich aber noch. Ah, genau, reparieren brauchen wir auch nichts. Können ja auch noch Sachen kaufen. Ich glaube, das ist auch eine... Ja, das Falchion war eine ganz gute Dexwaffe. Genau wie der Degen. Können ja auch noch ein paar... Bolzen kaufen. Gut, der verkauft halt normal Titanitscherben, brauchen wir im Moment halt nicht mehr. Ich glaube, dann würde ich mir vielleicht ein paar schwere Bolzen holen. Und hier vielleicht noch ein paar, vielleicht 30. So. Man dankt. So, dann werde ich, glaube ich, den Rest, wie gesagt, Melanchthon ist hier auch angekommen. Hast du irgendwas Neues zu sagen, meine Liebe? Not too special, if you ask me. It's just the place where everyone seems to end up. Everyone's... You're my only... Ja, irgendwie enden sie dann doch alle hier. So, wir können... Hier nämlich jetzt, wie gesagt, mittlerweile verkauft sie davon halt unendlich. Auch unendlich Wurfmesser. Und, ja. Ich werde es dann, glaube ich, mal so machen, dass ich, oder so, ja, komm, ich werde jetzt einfach den Rest hier rein investieren. Zack. Und dann irgendwann, wir müssen bei ihr 10.000 Seelen ausgeben, dass wir dann den silbernen Schlangenring plus 1 kriegen als Belohnung. Ich weiß noch nicht, ob ich die Belohnungssachen hier alle mitnehmen werde, aber also anlegen werde. Mitnehmen versuche ich sie doch alle zu nehmen, deswegen habe ich mir extra eine Liste hier ausgedruckt, wie viel wir wo ausgeben müssen. Und ja, ich würde sagen, wir machen hier jetzt mal einen Stopp oder beenden die Folge, werden dann das nächste Mal noch mit Paige dahinter, mit Kale da hinten reden und ja, schauen dann noch in die eine Ecke mit den Turtles, wo wir jetzt auch mal hin können. Ich bin mal gespannt, wie wir jetzt mit zurechtkommen. Alles klar. Danke, macht's gut und bis dahin. Ciao, ciao.